So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jens von Minga Gaming. Wir starten also in den Karrieremodus von Monster Truck Championship. Hier seht ihr die Auswahlmöglichkeiten. Es geht also auch darum, natürlich Erfolge zu feiern, das Auto abzugraden und natürlich auch das Management im Auge zu behalten. Ich würde jetzt mal in den Punkt zuerst reingehen. Freie Stelle im Team. Dann würde ich jetzt sagen, dann werden wir das doch einfach mal hier besetzen. Da wir natürlich in einer amerikanisch geprägten Sportart sind, würde ich jetzt sagen, ich habe jetzt hier mal einen Motorexperten eingestellt. Jetzt könnte ich hier wahrscheinlich noch jemand einstellen. Jetzt gucken wir mal da oben, was wir bei Sponsoren alles so haben. Teilnahme an einer Veranstaltung, zerstöre 8 Hindernisse, Preisgeld 4.000. 1000 und hier ist Teilnahme an einer Veranstaltung, dann kriege ich 3000 für die Dauer von 2 Veranstaltungen. Also das verzweigt sich doch hier schon relativ interessant. Wie gesagt, das ist alles jetzt ein kleiner erster Blick. Hier seht ihr das auch. Finde ich ja schon mal so eigentlich ziemlich nice. In der Garage schauen wir mal, was haben wir denn überhaupt für ein Auto hier anzubieten. Dominator. Wir können jetzt hier mal raufgehen. Ne, den kann ich wahrscheinlich nicht ändern in dem Sinne. Bodypaint. Sergeant Chaos. Das ist wahrscheinlich ein kostenloser Skin. Von daher nehme ich den natürlich. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen die Teile rot. Dann sag ich mal die Aufkleber Sergeant Chaos. Natürlich nehmen wir die. Also das sind schon mal so Sachen, die hier drumherum gebaut sind. Hier kann man das Fahrzeug anpassen. Das gefällt mir auf den ersten Blick schon mal ganz gut. Wie sich das Ganze natürlich nachher im Spiel einfügt, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Hier sind die Racing-Einstellungen. Also das ist alles hier auf sehr, ja, im Prinzip erstmal alles auf mittig. Eingestellt, das werden wir auch mal speichern. Die Truck-Sachen. Jetzt gucken wir mal hier, was haben wir denn hier eigentlich an Leistung? Okay, das ist also jetzt so ein Motor und das könnte man dann hier immer weiter steigern. Ist doch schon mal echt interessant, wirklich. Jetzt würde ich mal sagen, in der Garage Tuning und Anpassung, wieso hat er da jetzt eigentlich noch ein Ausrufezeichen, das habe ich doch eigentlich alles schon hier soweit. Bestätigt sozusagen. So. Bodypaint auch. Eigentlich passt es schon. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal in irgendeine Veranstaltung rein. Keine Ahnung, was mich jetzt hier erwartet. Wir springen... Ah, da oben sind quasi 3 Ligen. Wir springen jetzt gleich mal rein in das Extreme Monster Truck Race. Keine Ahnung, was mich erwartet. Ich bin jetzt auch nicht sicher, ob ich da eine bessere Platzierung als den letzten Platz erwarten darf. Wer in mein Preview-Video von vorhin, also in das Angezockt-Video mal geschaut hat, der hat schon gesehen, dass ich mich da durchaus schwer getan habe, denn eine gewisse Fahrphysik hat das Spiel auch. Aber wie gesagt, man kann hier schon mal ganz entspannt eine Karriere mal spielen. Ich sehe das völlig unvoreingenommen. Wenn sie mir auf Sicht nicht taugen würde, mein Gott, dann würde ich sie halt irgendwann einstellen. Aber davon ist ja jetzt mal grundsätzlich noch nicht auszugehen. Und dann legen wir mal los. Versuche jetzt nicht so wie in meinem angezockt Video. Oh, das ist sogar mit Schaden. Ich versuche jetzt nicht so wie in meinem angezockt Video zu overpacen. Was mir jetzt dann doch nicht gelingt. Wie ihr gerade seht. So, schon bin ich letzter. Bloß ein bisschen überlenkt. Ja. Würde mich halt schon freuen, wenn ich nicht letzter werde. Aber das Fahren selber, muss ich sagen, das macht schon Spaß. Also das... Boah, du blöder Hund, du. Hoffe nicht, dass das jetzt hier so die Alltagstaktik meiner KI-Gegner ist. Mich immer von der Strecke zu jodeln. So, das ist immer noch die Strecke 1. Quatsch, das ist immer noch die Strecke 1 Runde.
Wie gesagt, man darf nicht immer so voll pacen, weil die natürlich in der Kurve alle doch ein deftiges Kurvenverhalten haben. Aber wie man hier vor mir sieht, ja, die haben schon auch miteinander immer mal Zweikämpfe, Dreikämpfe, was auch immer. Oh, da bin ich relativ gut rausgekommen eben. Das ist jetzt Runde 2 von 2. Ist auch okay. Oh, völlig übersteuert. Gut. So habe ich wenigstens noch eine Chance auf den 7. Platz. Mag blöd klingen. Ist aber meine ehrliche Meinung. Es ist schwierig mit der Fahrphysik. Wirklich schwierig. Aber es hat eben einen Anspruch. Das muss ich dem Spiel lassen. Und wie gesagt, man kann ja auch noch im Laufe der Zeit einstellen. Ihr habt ja gesehen, dass bei dem Setup vom Auto, da war ja im Prinzip alles mittig eingestellt. Das kriegt man wahrscheinlich erst mit der Zeit mit. Dass sich irgendwas vielleicht dann doch lohnt. Och, ist das ärgerlich. Doch Erster, doch Achter, Entschuldigung. In der letzten Kurve Achter gewesen. Mensch. Aber das ist ja das Gute an der Karriere. Es kann nur besser werden. Ja. Und ich glaube, ich habe ja dann zumindest... zumindest jetzt von meinem Sponsor eine Auflage erfüllt. Ich kriege jetzt, glaube ich, für zwei Veranstaltungen jeweils 2000 Dollar, nennen wir sie mal so. Ist ein amerikanischer Sport. So, das möchte ich jetzt eigentlich noch nicht machen, sondern mir gerne für die nächste Folge aufheben. Deswegen werde ich das Ganze jetzt hier an der Stelle erst einmal cutten. Wir haben unsere erste Folge im Kasten. Ich glaube, man konnte andeutungsweise schon ein bisschen sehen, dass diese Monster Truck Karriere durchaus Spaß machen kann. Ich denke, das kann man auf jeden Fall so sagen. Das dürfte er so auf jeden Fall hier auch gespeichert haben. Ich finde es solide. Die Grundzüge wissen zu gefallen. Ich freue mich auf die nächsten Folgen mit euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen da, lasst einen netten Kommentar da. Ich bedanke mich bei euch und natürlich lasst doch gerne ein Abo da, um weitere Folgen, unter anderem auch von diesem Let's Play-Format auf unserem Kanal, nicht zu verpassen. Ciao und Servus, euer Jens von Minga Gaming.